Wie seid ihr eigentlich auf die Idee gekommen? Die Idee war ursprünglich eine mobile Werkstatt für Berliner Projekte zu entwickeln. Und die Wünsche und Vorstellungen darüber, was so eine mobile Werkstatt leisten kann, waren so vielfältig, dass wir gedacht haben, wir fangen eine Runde vorher an und machen die Mobilität, kümmern uns um die urbane Mobilität und beginnen jetzt quasi damit, ein dezentrales Netz von Lastenrädern aufzubauen. Wir bauen also Lastenräder, die wir selber verwenden wollen. Und immer wenn wir sie selber nicht verwenden, können sie andere verwenden. Und deswegen hier möglichst viele verschiedene Arten von Lastenrädern für möglichst viele verschiedene Arten von Transportproblemen. Ja. Eine Ideenwerkstatt im Moment. Genau, eine Ideenwerkstatt zum Thema postfossile Mobilität und geteilte Infrastruktur. Oder auch eigentlich eine neue Lebensform, ne? Eine nachhaltige Lebensform, eine zukunftsfähige Lebensform, genau. Ja. Die auf Gemeinschaft beruht und nicht auf egoistischem Besitzstreben, sondern lieber Zugang zu etwas zu haben, ist die neue Form von Besitz in Zukunft.